Das Kreuz mit dem Kreuz, wer kennt das nicht? Rückenschmerzen zählen zu den häufigsten Gesundheitsproblemen der industrialisierten Welt. Bereits jeder Zweite hat Probleme mit der Wirbelsäule. Eine falsche Haltung und vor allem das viele Sitzen im Büro belastet den gesamten Bewegungsapparat. Doch wie muss der Arbeitsplatz beschaffen sein, um den Rücken zu entlasten? Wie sollen Bürostuhl, Tisch, Tastatur und Bildschirm eingestellt sein, um Haltungsschäden entgegenzuwirken? Bewusst Gesund hat sich schlau gemacht, wie man im Büroalltag selbst aktiv etwas gegen Rückenschmerzen machen kann und wie man nicht nur dem Körper, sondern auch der Seele Gutes tut. Haben auch Sie manchmal Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten oder einen sprichwörtlichen Durchhänger? Ein verspannter Rücken kann der Grund dafür sein. Andersherum kann es dem Rücken aber auch sehr gut tun, wenn Sie ab und zu mal in der Luft hängen. Das, was Sie da gerade gesehen haben, das habe ich von meiner Oma. Weil die hat zu mir schon, als ich noch klein war, gesagt, Nadine, häng die jeden Tag mindestens einmal auf. Das hört sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen komisch an, aber was sie eigentlich damit gemeint hat, war, dass ich meine Wirbelsäule dadurch dehnen und strecken soll. Zuerst schaue ich mir jetzt aber mal die Ursache für Rückenschmerzen an und die liegt meistens am Arbeitsplatz. Denn was tun sehr viele Menschen, wenn sie in der Arbeit sind? Genau. Sitzen. Wenn ich den ganzen Tag in der Redaktion verbringe, dann merke ich eigentlich schon am frühen Nachmittag, dass ich extreme Schulterschmerzen kriege und auch Schmerzen in der Lendenwirbelsäule und weiß dann gar nicht mehr, wie ich mich eigentlich hinsetzen soll, damit es nicht wehtut. Und damit bin ich nicht alleine. Sehr viele verbringen 8 bis 9 Stunden täglich auf ihrem Sessel. Das sind bei 220 Arbeitstagen im Jahr 1980 Stunden. Ein rückenfreundlicher Arbeitsplatz ist also enorm wichtig. Darum lasse ich meinen heute unter die Lupe nehmen. Denn die falschen Bedingungen können extremen Schaden anrichten. Folgen können sein Bandscheibenprobleme, Verspannungen der Muskulatur. Tinnitus kann auch ein Problem sein, das aus der Haltung resultiert. Oder Augenschmerzen, Schwindelgefühle und Nackenprobleme oder Konzentrationsschwierigkeiten. Ich glaube, da haben wir heute ein großes Stück Arbeit vor uns. Das stimmt. Zuerst muss der Sessel nämlich so eingestellt werden, dass Knie und Hüftwinkel jeweils 90 Grad betragen. Danach ergibt sich aus der Länge von Boden bis zum Ellbogen die optimale Tischhöhe. Mit dem Sessel geht es so weit unter den Tisch, dass die Armlehnen diesen berühren. Der Abstand zwischen Oberkörper und Bildschirm soll eine Armlänge und der Abstand zwischen Tastatur und Tischkante 10 cm betragen. Die Höhe des Bildschirms ist so zu wählen, dass der Blick bei gerader Kopfhaltung ins obere Drittel fällt. Eine Fußstütze und Silikonauflagen können den Rücken zusätzlich entlasten. Schaut man sich meinen Arbeitsplatz vor und nach der Analyse an, erkennt man schnell, dass ich so einiges falsch gemacht habe. Besonders wichtig ist auch die Bewegung zwischendurch. Denn wird die Muskulatur schwach, kann sie die Wirbelsäule nicht mehr stabilisieren. Hier einige Übungen. Bei der ersten Übung ist die Betonung auf die Beweglichkeit der Wirbelsäule. Die Übung dient dazu, dass die Gleichgewichtsrezeptoren stimuliert werden und die Tiefenmuskulatur arbeiten muss. Beide Hände in den Nacken legen, zur rechten Seite drehen und dabei die linke Ferse vom Boden weglösen. Wenn man die Übungen zwischendurch macht und der Arbeitsplatz korrekt eingestellt ist, dann kann man davon ausgehen, dass sich nach 14 Tagen eine Verbesserung einstellt. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zu einer neuen Therapiemethode, bei der man sich nicht so viel bewegen muss. SwingMed nennt sich diese Behandlungsform, die mich ein wenig an den Ratschlag meiner Oma erinnert. Die Behandlung ist gut geeignet für Personen, die Probleme haben von Seiten degenerativer Veränderungen im Bereich der Wirbelsäule. Außerdem profitieren Personen mit Verspannungen im Bereich der Wirbelsäule, ebenso wie solche mit Blockierungen der Wirbelgelenke. Dann können wir mit der Therapie beginnen. Ja, ich kann eh nicht mehr weg. Nein, das geht nicht mehr. Eine Swing-Med-Behandlung umfasst 3 Phasen. In der ersten kommt es dazu, dass der Beckengürtel, aber auch das Kreuz abgehoben wird von der Unterlage. Diese Phase dauert etwa 5 Minuten. In der zweiten Phase, die ebenfalls so lange dauert, wird der Rumpf weiter angehoben, bis nur mehr der Schultergürtel Kontakt zur Unterlage hat. SwingMed kombiniert 2 verschiedene Einwirkungen. Auf der einen Seite das Prinzip der altbewährten Streckbehandlung,
das in die Frühzeiten der Medizin zurückreicht. Und auf der anderen Seite wird bei der Behandlung auch eine sanfte Schwingung auf den Bereich der Wirbelsäule übertragen. Und in der letzten Phase wird dann der gesamte Körper in die Höhe gehoben und er pendelt frei über der Unterlage. Also der Druck im Kopf ist jetzt schon sehr groß. Nach insgesamt 15 Minuten ist die gesamte Behandlung aber auch schon wieder vorbei. Wie geht's Ihnen denn jetzt nach der Behandlung? Ja, ich fühle mich noch etwas benommen. Also das freie Hängen war mir ein bisschen zu lang. Aber im Großen und Ganzen war es wirklich sehr angenehm. Vor allem die Wirbelsäule ist jetzt wirklich entspannt. Also ich spüre schon einen Unterschied von früher zu jetzt. Mein heutiges Fazit: Eine Arbeitsplatzanalyse zahlt sich auf alle Fälle aus, weil man gerade dort, wo man die meiste Zeit verbringt, enorm viel falsch machen kann. Die Swingmed-Therapie war auch sehr interessant, aber ganz ehrlich, ich bin froh, wenn heute nichts mehr am Kopf steht. Egal wofür Sie sich entscheiden, die Swingmed-Methode, rückenstärkende Übungen am Arbeitsplatz oder für einen netten Kollegen, der Sie massiert. Ihr Rücken wird es Ihnen sicherlich danken.